rein und schließt die Tür hinter euch. Es ist kalt da draußen. Tja, und ihr müsst keine Tür schließen. Ihr müsst einfach nur auf den Bildschirm schauen und euch von mir begrüßen lassen zu einem Let's Play der etwas anderen Art. Vielen Dank, Adlerhornbogen wurde geändert. Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Play der etwas anderen Art, wie ich ja schon gesagt habe. Heute spielen wir eine Runde Hearthstone. Und warum spielen wir Hearthstone? Weil, ja, ich mag Hearthstone. Ich mag Blizzard-Spiele, um ehrlich zu sein. Ich habe ziemlich lange WoW gespielt damals. Und es gibt was Neues für Hearthstone und das ist das Solo-Abenteuer. Und ich dachte, das kann ich doch mal zeigen. Genau, das ist es nämlich, der Fluch von Naxxramas oder Naxxramas. Der Lich Kel'Thuzad und 14 andere tödliche Bossgegner erwarten euch und werden euch auf eine harte Probe stellen. Besiegt die Bosse, um einzigartige Naxxramas-Karten zu erhalten. Tja, so sieht das aus und das werden wir heute machen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock auf Hearthstone und wenn nicht, also wenn ihr es noch nie gesehen habt, guckt es euch mal an, ist echt ein cooles Spiel. Übrigens free to play, könnt ihr euch runterladen. Ja, wird bezahlt mit Ingame. Also man kann halt Ingame Karten kaufen, muss man aber nicht. So, und wir starten. Was? Wie seid ihr in Naxxramas eingedrungen? Ich habe auf Spielen gedrückt und dann war ich hier drin. Oh, vielen Dank. So wird gestartet. Das ist folgendes. Es gibt in jeder Woche wird ein neues Quartier von Naxxramas geöffnet und für das erste muss man nichts bezahlen. Ab Woche 2 muss man dann entweder 700 Goldstücke oder irgendwie 4,99 € oder 3,99 €, keine Ahnung, bezahlen, um da reinzukommen. So. Da wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Aber das wird schon, oder? So, der erste Boss. Banu Brikan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Ja, vielen Dank, Kel'Thuzad. Banu Brikan ist einer der besten Spinnenfürsten des uralten Spinnenreichs Asyol Nerub. Der hat Huschen, Heldenfähigkeit, beschwört einen Neruba 3-1, alter Schwede. Ich weiß gar nicht. Ah ja, mit wem spielen wir denn? Ich glaube, mein Magier 2 habe ich mal überarbeitet. Der ist auch am höchsten vom Level her. Dann nehmen wir mal den. Einfach weil wir jetzt Schleim kochen. Und für düstere Stimmung sorgen. Hallo? Ladebildschirm? Jaina gegen Banu Brikan! Oh, oh. Willkommen in meinem Reich! Ihr habt es so gewollt. Ja, vielen Dank. Wer Hearthstone nicht kennt, am Anfang kriegt man 3 Karten. Beziehungsweise 4, wenn man als Zweiter an der Reihe ist und kann erstmal hier gucken, welche man behalten will oder welche man ersetzen möchte. Ich möchte jetzt mal alle ersetzen, weil die so hohe Dinger hatten. Das hier sind die Mana-Kristalle. Der braucht 3, 2 und 5 Mana-Kristalle. Das war's. Ja, jetzt können wir gar nichts machen. Das ist auch immer super. Ah, erstmal muss ich hier rausfinden, was man hier auf dieser Karte so schönes anklicken kann. So, Ansturm ist natürlich geil, ne? Damit kann ich sofort angreifen. Kabauts. Das war's. Hihihihi, in die Fresse, Banu Brikan. Guck mal da, Spinnen. Ich fürchte den Tod nicht. Was bist du denn? Euer Gegner legt aus der Diener... Hallo? Legt einen Diener aus seinem Deck auf das Schlachtfeld. Boah. Krasse Karte. Hätte ich auch gern. Der hat 8 Leben. Ist ja schon ziemlich viel. Das sind 5.
Nehmen wir erstmal. Ah, wir müssen den eh angreifen. Dann müssen wir. So. Ist jetzt nicht das Coolste, aber. Ich fürchte den Tod nicht. Alter. So gefällt mir das gar nicht. Ja, wie das hier passiert, ne? Boah, Alter, was der alles raushaut. Und ich hab. Hä? Warum kosten die jetzt mehr? Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr, was? So ein Mist aber auch. Also das sieht gar nicht gut aus momentan. Muss ich sagen, für uns R5 auf dem Deck via 0 und können auch keinen rausspielen, weil die ja alle so viel kosten jetzt. Ziehen wir mal 2 Karten und sehen, vielleicht kriegen wir was Spannendes. Natürlich nicht. Oh, die muss ich unbedingt spielen. Da können wir schon mal einige von seinen klären. Ich hau jetzt mal die weg. Ah, ach, ich lege einen heraus. Ah, das ist gut. Vor allem noch so einen. Das ist ja perfekto. Boah, der hält 1-1. Ist ja auch heftige Karte. Das hätte ich alles gern. Alles voll die guten Karten. Oh, Ansturm. Ansturm. So, Freunde. Jetzt können wir Folgendes machen. Ach, nee. Was hat der denn als Todesröchchen? Lässt einen zufälligen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Dann machen wir erstmal die. Alter. Und dann hauen wir den noch weg. Und der kriegt ein Spinnchen auf die Hand. Nur einmal kosten. Nein! Nicht kosten. Was war das denn für eine Karte? 3 Schaden, so stellt eurem Leben 3 Leben wieder her. Der will mich doch verarschen, der Junge. Windzorn. Okay, wir legen erstmal ein Sportell. Jetzt könnte ich. Na komm, wir legen noch den Windzorn-Typen dazu. Und dann mal sehen, was er als nächstes macht. Nein! Ich bin kein Leckerbissen. Ey! Spiegelgestalt. Könnte sich schon lohnen, wenn wir die jetzt ausspielen. Aber wir machen mal Folgendes. Wir stellen ein bisschen Leben wieder her und geben den beiden auch noch Spott. So sieht's aus, Freunde. Ist natürlich, ja. Nee. So ein Scheiß. Ja, komm. Gut. Soll er das machen? Ich muss meinen ja jetzt nicht. Nein. 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 Alter. Was ist denn hier los? Anubrekan macht voll den Stress und so. Stress und so. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Meine Vorfahren über mich machen. Ja. Der wird uns ja eh angreifen mit der, von daher. Hauen wir ihm eine rein. So.
Dum, 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 dum. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ehrlich, also. Ich dachte, wir hauen hier mal so schnell durch. Eine Runde an mit Rekan, der wird ja nicht so lange leben. Oh. Das ist ja uncool mit den Eiern. Die könnte ich auch einfach da liegen lassen. Passiert hier erstmal nichts Schlimmes. Als erstes hau ich den weg. Der hat mir zu viel Angriff. So sieht's aus. So, dann... Dann hauen wir den mal raus. Und jetzt machen wir ihm endlich mal ein bisschen Schaden. Jetzt hat er natürlich noch die ganzen Eimer. Aber naja, mal sehen, was er jetzt macht. Den muss er jetzt eh opfern, genau. Und wir haben schon mal ein bisschen Schaden rausgehauen, auf jeden Fall. So, wir hauen ihm wieder den hier weg. Den sollten wir auch weghauen. Jetzt hau ich mal die Spiegelgestalt raus. Auf in die Schlacht! Und er kriegt nochmal ordentlich einen reingedrückt. Jetzt hat er keine Karten mehr. Tja, Anubrikan. Oh. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Na gut, der hat nicht nochmal den Kampfschrei, das ist ganz gut. Und wie immer hauen wir den weg. Reicht das schon? 6? Jo, reicht schon. Haha. Voll besiegt und so. Am Anfang. Die Großwitwe niemals besiegen. Sei dir da mal nicht so sicher, mein Freund. Anubrikan haben wir besiegt und wir haben geisterhafte Krabbler freigeschaltet. Ruf 2 spektrale Spinnen 1-1 herbei. Gar nicht so schlecht, die Karte, muss man sagen. So, wer kommt als nächstes? Ah, die Dame. Tja. Weißt du was? Wir machen einfach mal weiter. Serlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Niemals würde ich sie stören, wenn du das sagst, Keldusat. Nein. Zwinker, zwinker. So, die Großwitwe... Großwitwe Ferlina gebietet über das Arachnaidenviertel und lehrt Akolyten, den Meister anzubeten. Feuerregen feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab. Hahaha, das ist übrigens, was wir kriegen, wenn wir den Endboss besiegen. Dann gibt's die legendäre Karte Maxner. Tja, weißt du was? Wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, tut mir leid. Aber dafür gibt's in der nächsten Folge dann 2 Kämpfe. Versprochen. Tschüss, bis dann nächstes Mal. Oh Mann, ich sollte aufhören, so einen Scheiß zu machen. Bis dann, ciao.